Einen wunderschönen guten Tag zusammen und endlich ist es so wieder soweit. Ich kann euch eine neue Folge Let's Play World of Tanks präsentieren. Nach dem Ausfall heute tut es mir sehr leid, aber mir ging es leider etwas schlecht und habt gekränkelt und so, dann macht es auch keinen Sinn mit Gewalt euch ein Let's Play rauszudrücken. Aber jetzt wieder geht's rund und zwar mit dem Me-109K4 in seinem T28 HTC, den wir uns hier jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ihr seht ihn hier. Ein beweglicher Turm, der aber auch nur 90 Grad dreht, also wenn ihr mal hinter den kommt, dann hat er auch schlechte Chancen. Ansonsten natürlich einer der heiß erspielten Missionenpanzer, die ihr ja kennt. Ich denke, ganz, ganz stimmig. Gerade in dem Matchmaking als Top-Tier im Tier 765 Match ist es natürlich ein absolutes Monster. Und jetzt schauen wir, was er macht. Er geht hier auf die Mitte, wartet natürlich und guckt, ob man hier Sicht bekommt und da den ersten schon abschießen kann. Natürlich hier die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt geht der BDR in die Mitte und es ist zu erwarten, dass da vielleicht doch der eine oder andere kommen kann. Jetzt im Kloster steht ein T-37, auf den kommt er leider nicht und der PZ auch nicht. Also er muss hier sich wahrscheinlich auf den T-37 fixieren. Der Spot ist natürlich an sich sehr schön, aber dafür müssen halt auch Gegner kommen. Also durch die Statik kann hier auch etwas Langeweile eintreten. Er fährt ihn auf jeden Fall mit Fernrohr und Tarnnetz. Ich denke aber nur aufgrund der Werte ist es eine Frage der Zeit. Der T-37 ist auf jeden Fall direkt weg. Der hat da nicht lange durchhalten können. So, jetzt denkt er sich wahrscheinlich, okay, der Spot ist gerade einfach nicht mehr der prickelnde. Da bewege ich mich mal und stelle mich woanders hin. Sein Zugpartner im Tiger hat auch drüben auf jeden Fall definitiv mehr Spaß. Die typischen WOT-Flames incoming. Na, da ist die Mauer. Da kommt er nicht drauf, aber der auf dem PZ, da müsste jetzt drauf kommen. Der schießt da den ersten und schön. Gleich ein 300er Hit. 8,6 Sekunden Reload, also von dem her dauert es nicht so lange, bis er nochmal schießen kann. So, es steht 3:4 für den Gegner. Drei zu sechs, das läuft nicht bei ihm. Jetzt wird der KV da drüben auch noch aus dem Spiel wohl genommen, schätze ich mal. Also aktuell läuft alles andere als gut für das Team. Jetzt konnte die Arti wenigstens den PZ wegnehmen, aber der KV ist wie erwartet jetzt gerade gestorben. Sein Mate hat den Churchill rausgenommen, also von dem her versucht wieder ein bisschen anzuschließen. Die Geschwindigkeit, muss man auch mal sagen, halte ich eigentlich recht gut für einen TD. Oh, er räumt den Tiger da drüben auf jeden Fall mal auf. Das ist jetzt ganz wichtig, dass da drüben eine Seite hält. Wobei, jetzt ist er alleine. Sieht man auf der Minimap ganz gut. Der M6 und der IS. Jetzt nimmt er auch noch den M6 raus. Also der macht hier auch einen guten Job. Hoffen wir mal, dass hier jetzt gleich bei ihm einer rumkommt.
Da ist doch der T150, geht aber jetzt erstmal auf die AT. Da kommt er rum. Und da kann er ihn jetzt schön mal den ersten geben. 299, bisschen. Also er ist vorne wirklich hart. Also, ja, Abpraller. Ui, aber Komet von hinten. Da muss er aufpassen. Da macht das richtig Fahrt. Ist wahrscheinlich sogar auf ihn drauf. Weil da kommt der AT8 auch noch. Jetzt kam er durch. Und zwar, hier sieht man jetzt ganz schön. Okay, AT8 hat ihn weggemacht. Ganz schön hier oben kam er durch. Der AT hat natürlich genau da seinen Weakspot. Und man sieht, der ist halt hart. Also wenn man nicht weiß, wo man den hinschießen soll, dann wird es ekelig. Und er hält einfach immer vorne drauf. Da passiert nicht viel an ihm. Und da konnte er weghauen. Steht 11 zu 12 mittlerweile. Also sie konnten sich ein bisschen ranschießen, aber sind halt auch nur noch der T25, die Arti und er selber am Leben. Gegen zwei Siebener, eine Sechser, schnelle, flinke Arti und auch ein T34. Mal schauen, wann die kommen. Und da ist der sture Emil offen. Auch auf dem Weg zum Kloster oder ins Kloster. T25 ist jetzt vom Komet weggeholt. Und jetzt scheinbar will er sich hier verbarrikadieren hier hinten. Also auf jeden Fall geht er jetzt hier erstmal in Stellung. Nicht doof. Na, mal schauen, wann da jemand kommt. Komm schon, wo ist er? Zeigt euch. Put, 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 put. Oh, da ist die AT offen. Oh, sehr wichtiger Kill, dass die AT wegmacht. Oh, jetzt aber natürlich, dass der Komet auch noch auftaucht. Kriegt den ersten Hit. Ah, da ist er leider weg, aber hat das ganz wichtig gemacht, weil durch den Spot hat er so ein bisschen mehr Overview, weiß also, der sture Emil wird tendenziell im Kloster stehen, der Komet kommt von da drüben und jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der T34? Da ist der Komet. Wo ist er? Da ist er. Zack. Gewinnt den ersten. Schön. Erster Hit. Jetzt dürfte der Komet vielleicht noch einen Schuss abgeben, aber den prallt er bestimmt auch ab. Ne, er zieht sich komplett zurück. Aber da kann er ihn wegholen. Und der T34 steht im Cap. Jetzt also auf nach oben zum Cap. Immer noch ein bisschen auf den sturen Emil aufpassen. Pass auf! Hinter dir! Jetzt ist er rausgefahren. Mal schauen, wie gesagt, immer. Er muss immer so ein bisschen auf das Kloster meines Erachtens aufpassen. Da kommt er rum. Der erste Hit. Wenn er jetzt drauf fährt, ist er sau doof. Er ist doof. Da nimmt er ihn zwar mehr HP, als er bekommt, aber das war natürlich. Oh, da ist er, da ist er. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ist er abgeprallt. Und wer schießt zuerst? Er ist prall ab. Nochmal. Als wenn es auf Messerschneide. Bald, wenn er nochmal abprallt.
Der prallt nochmal ab und er macht den Kill. Na, unglaublich. Wie kann man denn da nochmal abprallen? Oh Gott. Ja, nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerade das Ende fand ich selber sehr, sehr toll. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da und einen Kommentar. Auch sehr gerne. Bis bald, euer Alcaramba.